Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, mir ist gerade am Ende der Folge aufgefallen. Hinter mir sitzt mein Hund auf der Fensterbank. Ja, liegt einfach daran, er mag es, auf der Fensterbank zu sitzen. Ja, komm her. Hier wieder runter. Ja, wie gesagt, er mag es einfach auf dem Fenster zu sitzen und rauszugucken. Das ist wie so eine Katze. Nur, dass er selber nicht aufs Fenster klettern kann und auch nicht wieder runter geht. Von alleine. Also ein bisschen doof ist das schon. Die Chemiestation, sehr gut. Blei nehmen wir mit. Messing verwerten wir. Ich wollte schon gerade ein anderes Wort sagen, aber das lasse ich lieber hier. Ja, und da drüben scheint wohl der Zombie zu sein. Zumindest klingt das Ganze danach. Nee, doch nicht. Also hier sind wir auch frei davon. So. Oh, ich liebe diese Türen. Na, dafür kriegen wir eine Menge Eisen. Und durch müssen wir so oder so. Na toll, das heißt, wir dürfen jetzt nochmal auf eine Steinaxt warten. Ah, wir können auch einfach so. Bis die Steinaxt fertig ist. So, Pillendosen. Tabletten. Oh, davon haben wir schon zu viele. Tatsache, wir haben schon 5 Stück voll. Und Hunger haben wir auch keinen mehr. Würde ich sagen, packen wir die am besten einmal kurz beiseite. So. Den Verband wollte ich doch ganz gerne mitnehmen. Da wir ja kein Aloe Vera bisher haben. Ja, Messbecher, den wollte ich auch ganz gerne mitnehmen. Was nehmen wir denn dafür raus? Sag mal. Sag an, was nehmen wir dafür raus? Was kriegen wir da raus? Messing, das ist sehr gut. Können wir uns ja später wieder selber basteln. Okay, da ist nichts mehr, da ist auch nichts. Da doch. Kunststoff. Das war es damit schon. Oh. Ah, das war's dann mit dem Verband. Jetzt haben wir wieder Platz. Weil ich doof Kopf einen falschen Knopf gedrückt habe. Egal. So, weg damit. Ich weiß gar nicht, ob dahinter was ist. Wir können ja mal kurz specken. Kostet ja nur ein wenig Zeit. Dafür kriegen wir aber auch Eisen. Wir gucken einfach mal kurz, ob dahinter was ist. Wenn ja, können wir den zweiten ja auch noch eben schnell machen. Nein, es geht nach draußen. Diese frische Luft. So. Da gibt es nur noch einen Raum, wo wir rein können, glaube ich. Irgendwie war es das hier schon. Ich würde aber echt gerne wissen, wo der Zombie rumhüpft. Weil
dann verwerten wir auch beides. Da waren wir gewesen. Ja, kann es sein, dass er da hinterm Zaun rumhüpft. Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Nö. Also man hört ihn richtig nah, aber irgendwie ist da nichts in der Nähe. Schon etwas seltsam. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. So ein Hirschbraten wäre jetzt ja nicht schlecht, ne? Haben wir nicht. Warum treffen wir die nicht? Der unsterbliche Hirsch. Jetzt ist er abgehauen. Aha. Jetzt haben wir ihn erwischt. Also auch die Distanz zu ziehen ist gar nicht so leicht. Oh, viel zu kurz. Jetzt haben wir hier schon wieder erwischt. Wir müssen uns jetzt ein klein bisschen beeilen. Der ist jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Glaube ich. Ja, da ist er. Komm her, du kleiner Braten. So. Dann müssen wir jetzt eben kurz was verwerten. Ja, komm hier. Steinachs machen wir weg. Bogen haben wir auch weg. Die können wir uns dann schnell wieder neu machen. Da muss noch was weg. Ja, uns ist jetzt übel. Ja, wir brauchen auch das Tierfett. Und ich höre einen Zombie. Nicht gut. Zumal die wieder kurz im Rennen sind.
Und es ist Blutmondnacht. Verdammt. Ich glaube, die Nacht werden wir nicht überleben. Wir müssen jetzt einfach schnell nach Hause. So schnell es geht. Ja, verdammt. Weil die fangen gleich an zu rennen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Wir müssen uns jetzt echt, echt beeilen. So, Tür zu. Schnell die Leiter hoch. Da kommen die Leiter hoch. So, dann kriegen die uns hier oben erstmal nicht. Jetzt könnt ihr erstmal so richtig schon erleben, Blutmondnacht. Wir können übrigens auch Leitern klettern, habe ich festgestellt, deswegen habe ich die Leiter gerade abgehauen. Gerade noch geschafft. Jetzt müssten wir eigentlich relativ sicher sein. Weil die versuchen jetzt ja nur uns zu kriegen und dabei machen die einfach alles kaputt, was denen in den Weg steht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt ausreicht, was sie da gemacht haben. Um die von uns fernzuhalten. Es reicht nicht. Wir sterben jetzt. Das war's. Wir haben es leider nicht geschafft. Ja, super. Es hat leider nicht ganz gereicht, was ich da fabriziert habe. Und ich will jetzt auch nicht beim Bett oder auf dem Bett erscheinen, weil, wie gesagt, es ist jetzt Blutmondnacht. Ja. Heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Ich weiß da nicht worüber. Weil wenn ich jetzt nämlich spawnen würde, dann wäre immer noch hier Blutmondnacht und die würden sofort wieder auf uns losgehen und wir haben keine Waffen, um uns zu verteidigen und. Und da die sowieso schon im Haus sind und auch oben auf dem Dachboden, würden wir auch nicht an unsere Sachen rankommen. Das ist ein bisschen problematisch. Und wenn wir jetzt halt spawnen und die töten uns, dann werden unsere Sachen, die wir zerliegen haben, werden dann einfach weg. Einfach weg. Und das wollen wir auch nicht, deswegen werde ich jetzt einfach warten, bis die Blutmondnacht vorbei ist. Dann sind die Zombies auch so
ein bisschen beruhigter und dann kann ich in der Zeit ein bisschen den Knüppel machen. Ja. Ah, ist doof gelaufen, ne? Mist. Ja. Wie gesagt, das war's dann für diese Folge. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumsitzen und warten. Ihr braucht euch das nicht antun. Ihr Glücklichen. Bis denn. Tschüss.